Kennt ihr das, diesen Geruch nach Laub, Erde, ein Holzfeuer verströmt sein Aroma? Das ist der Herbst. Vom Altweibersommer bis über den goldenen Oktober bis zum nebeligen November spannt sich diese Zeit, die gerade für kameraaffine Leute wie Filmemacher und Fotografen eine der schönsten Zeiten ist. Aber auch für Leute, die nicht mit der Kamera unterwegs sind, bietet diese Zeit eine Fülle an Eindrücken. Man kann wandern gehen, Pilze suchen, Beeren. Wer genau schaut, findet zum Beispiel die sogenannten Moosbeeren, die auch als Krach- und Krachelbeere bezeichnet wird, oder in anderen Sprachgebieten als Cranberry. Die Früchte sind nur ziemlich schwer zu entdecken, aber dafür sind sie schön groß und rot. Und auch die Stellen haben die Leute in den früheren Jahren gern für sich behalten, wo es diese Beeren zu finden gibt. Dafür freuen sich die Tiere, das alles mehr darüber, über die Beeren, die wir nicht finden. In früheren Zeiten haben die Leute diese Beeren gesammelt aufgrund ihres hohen Vitamin C-Gehaltes, der ihnen im Winter eine ausreichende Vitaminversorgung bot. Den Sommer haben wir ja im Nationalpark Polonini verbracht und sind jetzt wieder zurück im Oberkrangebiet. Diese Landschaft, eingebettet zwischen Niederer Tatra und Moranplateau, bietet gerade im Herbst viele verschiedene Eindrücke, die wir mit euch heute gemeinsam erleben wollen. Und so nehmen wir euch mit auf eine Wanderung in den Herbst.